Ich wollte am Anfang nicht alles geballt so an Informationen zusammenquetschen, weil man zwischendrin auch wieder ein bisschen was anderes braucht. Und da ist ein Wort gefallen, das hast du ein paar Mal gesagt, wir sind nicht mehrheitsfähig. Und da kann man jetzt in einem Comicstrip so, oh, wir sind aber einheitskompetent. Ja, ja. Also mehrheitsfähig ist nur ein Wort, ne? Wenn wir jetzt demokratisch mit einer großen Menge irgendwas abstimmen müssten, aber wenn man sich überlegt, dass die Leute, die hier sind, der Lochner, nochmal, ja, ist gut, gell? Einheitskompetent, hat, ja, ist, ja, weil, ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, die hierher kommen und einen Montagabend, wo jetzt erst Wochenende so anstrengend war, dafür investieren, nicht opfern. Opfer liegen daheim vor dem Fernseher und schauen sie die kreisligen Beutel an. Dahinter auf der Weltkugel könnt ihr mal schauen, wie viel Platz da ist und wie viele Stecknadelköpfe vielleicht gerade kriegerisch unterwegs sind und der Rest ist friedlich. Also ich bin nicht mehr im Krieg, sondern ich sehe die Dinge, wenn sie mir manchmal um die Ohren gehaut werden, als kleine Weltfriedensunterbrechungen und das Ganze lokal und kontemporär. Dann schaut die Sache nämlich ein bisschen anders aus. Und wir schaffen gerade sehr viele Orte, wo es friedlich zugeht, Schulen, wo Lehrer und Lehrerinnen da sind, die keine Angst haben, keine Berührungsängste und keine Ängste vor Konfliktsituationen mit Kindern und Jugendlichen. Ich arbeite ja zwei Tage die Woche ein paar Stunden als Coach mit jungen Menschen und es ist in der Tat eine extreme Herausforderung zu sehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen teilweise da sind, die mit der Herzensliebe zu ihrem Klientel Probleme haben. Weil wenn ich mein Herz nicht aufmachen kann, nur weil einer tätowiert ist oder eine Fahne hat oder ein bisschen Eisen im Gesicht oder was weiß ich, ja, und dann sofort meine Herzenstüren zusage und sage, nein, da schaue ich erst einmal mit dem Schlüsselloch raus. Das geht nicht. Entweder ich bin da offen und lasse das geschehen und kann mich da rein investieren oder ich lasse es bleiben. Und deswegen ist es also gut, dass es Facebook gibt. Da gibt es ganz viel Austausch für Leute, die sich sonst nicht so raustrauen. Das heißt deswegen Facebook, weil das wahre Gesicht sichtbar wird und deswegen ist es gut. Sonst heißt es nämlich Maskbook. Oder Business World. Da haben sie alle einen Schlips um und haben sie alle irgendwelche Business-Klamotten an und haben sie alle eine Diplome und einen Titel dort. Und im Facebook, da siehst du da mal, ob die am Wochenende am Festival besucht war oder nicht. Und scheiß Wurscht ist.